I'm afraid not. Goku has already been brought back from the dead once before. State another wish. Well, there you go. He can't do it. No. There's got to be a way. We can figure this out. Hey, guys. It's me, Goku. Goku? I'm talking to you from Otherworld. Listen up. So, I was talking to Bulma earlier, and she mentioned the fact that I've always got all these bad guys coming after me. And when you really think about it, it sucks how right she is. All that's to say, I think it's probably better for the Earth if I just stay here. Don't get me wrong, I'm not trying to make a heroic sacrifice or anything. I'm actually getting some special treatment here because I saved the Earth so many times. Normally when you die, you turn into a spirit. But I'm getting to keep my body. Plus, I've got plenty of super strong people from the past to keep me entertained. Which, I'm not gonna lie, is cool. That doesn't mean I don't feel marginally bad for Chi-Chi and Gohan. But you guys don't need to bring me back. Die sind ihm egal. Gohan's already way stronger than me now anyway. So you'll be fine. Dad! That's not true. Ja, natürlich ist das true. Also, dass du stärker bist, der Rest vielleicht nicht. Bye. Okay, and make sure to look me up or whatever when you die. Bye bye. Sie hat echt leicht reden, der Typ. You know, if you ask me, he seemed awfully happy and upbeat for a dead guy. Sag ich ja. I grow tired of waiting. State your second wish. Sei mal nicht so aggressiv hier. Do you not have Jeder von ihnen könnte dich vernichten, wenn er wollte. That's right. So what should we do? Are we going to wish for something? Ja, Schokolade, bitte. Shinran, can you make Android 17 and 18 human again? That cannot do. The androids are far beyond the reach of my power. Tja, ja. Well, I guess it was kind of a long shot. Why Android 17? I thought he was dead. Unwahrscheinlich. No. He was just brought back with the others killed by Cell, so he's alive now. Well, then can you at least remove the explosive devices that they have implanted in their bodies? That I can do. Nett. There. The devices have been removed from their bodies. Gott. Farewell. Gott. Das muss doch kein dummes Ding kommen, die beiden. Jawohl. Krillin, why would you wish for something like that? Well, I felt bad for them, you know? I mean, who wants a bomb inside their body? But why remove the device from 17's body, too? Well, I thought 17 and 18 might be good for each other. Yeah, na ja. I don't think I'm ever going to understand it. This whole love thing. You idiot! 17 and I are brother and sister. Echt mal. I told you to leave me alone. And don't think I'm going to thank you for removing the bomb. Ever. Later. Hey, she said later. Maybe that means she wants to see you again, huh? Das ist doof. Das ist doof. I have no idea what's going on. I'd be a lot happier, I guess, if it weren't for the fact that Goku's not here. Well, I think I'm going to head back. Chiaotzu's probably worried about me.
Wahrscheinlich. Right. I'm gonna get going too. So Trunks, when are you heading back to the future? I think I'll stay one more night and get some rest before leaving tomorrow. Und dann mache ich safe fertig in meiner Zeit. Die Cyborgs tomorrow then. Ob er jetzt mit Trunks selbst noch kämpfen darf? Are you gonna stay here now? Yeah, that's the plan. Would it be okay if I visited you every now and then? Nein. Of course. Ach so, ja. Bye, Mr. Popo. Bye, Dende. Stop by whenever you want. Naja. Die machen das schon irgendwie. Und tschüss. Wusch. Und da trennen sich die Z-Krieger zum letzten Mal. In Dragon Ball Z jedenfalls. Im Wesentlichen. Ja doch, eigentlich schon. Doch, doch. Father? Oh yeah. Trust me. He was pretty upset when you were killed. Upset ist das falsche Wort. And went all berserk on Cell. Das schon eher. Wow. My father? He did that? Gut, ne? Oh yeah. Story-Zusammenfassung ist uns egal. Wir haben sie gerade gesehen. Was sollen wir denn mal zusammenfassen? Ich brauche noch die Medaillen, wie ich das gerade da lese, übrigens. Oh. Aber man kann auch, glaube ich, gar nicht gezielt nach die Medaillen suchen. Nur eben gucken, welchen gibt man schon, welchen hat und welchen noch nicht. Was? Ah ja, stimmt, das haben wir ja nach jeder Saga Credits, ne? Tja, ja. Die nimmt's nicht gut auf. Ah, das war ihm egal. Gemeinerweise. Goodbye, Trunks! Good luck in your future! Achso, aber wenn jetzt die Credits rollen, dann kann ich ihn wohl doch nicht mehr spielen in der Zukunft. Ah, die Haare sind wieder kurz. Nein. I'll do my best. You guys take care of yourselves. Have a safe trip back. Warum auch immer das Ding erstmal fliegen muss. Later. Ist ja nicht so, als wenn es so hinfliegt. Es muss sich ja bloß teleportieren, sozusagen, in die Zukunft. Oh yeah. Dieser Vater-Sohn-Moment. Episode Dragon Ball Z Kakarot. Hey, it's me, Goku. With Cell totally gone, Earth is finally at peace once again. Hard to believe that was 7 years ago. I can't help but wonder what everyone's up to. Well, look at that. Gohan's as tall as me now. I'd love to go a few rounds with everyone again. Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z Galactic Showdown with the mighty Majin Buu. Überträgt man es über den Titel. Okay. Wir trusten dir mal. Volle Kanne. Da fehlt mir eigentlich, ob ich einen Tee stehen, den ich getrunken habe. Was soll ich mal das noch tun? Bäh, der ist schon kalt. Bäh. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, müsst ihr wissen. Falls jemand das noch nicht gehört haben sollte, meine Stimme. So. Ah, das ist so spannend hier. Seit Trunks Rückkehr in die Zukunft sind einige Tage vergangen. Oh. Tage bloß. Son Gohans Frisur veranlasste Shichi zu einer Frage. Gohan, how long do you intend to keep that look? Ja, stimmt. Eigentlich kann sie es schon wieder normal machen, ne? Since Dad died, I've been doing a lot of thinking. Trust me, Mom, I have my reasons. Aha. Well, suit yourself. But for the record, I much prefer your normal look to this gaudy Super Saiyan business. Yeah, I'm sorry. You know, you get bigger with each passing day. And you look more like your father, too. Also von wegen größer werden, der ist Ewigkeiten klein geblieben, jetzt mal. Also, realistisch betrachtet, liebe Leute. You think so? Nein. Ich meine, die Gesichter sind alle gleich bei Dragon Ball letztendlich gezeichnet. Aber nein, er sieht überhaupt nicht so aus. Your fashion choices are yours to make, provided you keep up with your studies. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hey, I'm not sure where to start. Maybe Piccolo can give me some good advice. Wieso jetzt, Freizeit? Jetzt, wo Son Goku nicht mehr da ist, brauche ich keine Freizeit. Oh.
Ich glaub's ja nicht. Ja, Kirillin, hallo. Mann, du hast echt sehr gezeigt, wo der Boss ist. Hahaha, wa? Ja, ich wusste, dass du stark warst, aber wow, du bist echt Son Gokus Kind. Wobei ich mich frage, wie viel stärker du sein könntest, wenn du mit etwas mehr trainieren würdest. Ja, wahrscheinlich brauchst du gar kein Training. Ah, es könnten noch mehr Schurken auftauchen. Vielleicht sollten wir ein bisschen trainieren. Schaden kannst ja nicht. Du bist aber der Schlauste, Son Gohan. Ja, super schlauer Antwort, echt. Aber ja, wir wissen nicht, was noch alles geschehen kann. Ich sollte auch trainieren, solange ich kann. Aber überanstrenge ich nicht. Es ist immer eine Geschichte. Thank you. Ja, alles klar. Danke, Krillin. Later. Bis dann. Kannst du jetzt vorbeikommen? Hey, toll. Was Neues gekriegt. Ja, toll. Wieso kann ich sowas jetzt machen, verdammt? Das passt überhaupt nicht rein in die Zeit. Es wäre viel... Hör auf damit. Ich hab nur einen Knopf gedrückt gerade. Meine Güte. Oh, jetzt? Was? Warum ist jetzt hier? Jedenfalls, was soll denn das? Wieso ist denn das jetzt das so komisch? Hm. Ich beschwere mich jetzt nicht, aber es ist irritierend, hoppala, dass das jetzt kommt an der Stelle. Hab damit nicht gerechnet. So. Ja. Ja. Brauche ich Training für natürlich. Kamehameha verstärken. Auch immer gut. Masenko. Moment. Gefühlt einmal. Hab ich das überhaupt schon irgendwo? Gefühltes Masenko? Oder habe ich bloß das normale Masenko benutzt? Was hier ist? Super Masenko. 38 Ki. Das muss ich mal eben überprüfen. Ah, Tatsache. Wieso nutze ich denn so ein crappiges 38er Masenko, wenn ich ein gefühltes Masenko habe? Mensch. Doof. Ich habe schon längst gewonnen gehabt, alle Kämpfe und so. Was ist denn das hier? Oh, komm ich doch nie ran. Und wieso kann ich... Hä? Toll. Wie dumm. Wäre es nicht sinnvoler, hier die Super Saiyajin-Stufen zu meistern, bevor ich zum zweiten komme? Zumal das hier, das ist 50%, das ist genauso stark wie Super Saiyajin 2. Das ist echt total sinnfrei, das jetzt noch leveln zu wollen. Oder nicht zu können vor allem auch. Level 70 mache ich den hier nämlich höher, da bin ich, brauche ich den doch kein... Oder es sei natürlich vielleicht, dass der Super Saiyajin, die Ki-Energie schneller verbraucht. Der zweite schneller als der erste. Ich bin mir nicht sicher. Theoretisch möglich, aber so ist es total sinnfrei auf jeden Fall, das ist ganz klar. Naja. Okay. Nebenmission, was sonst? Aber warte mal eben, ob ich trainingsmäßig was machen kann, was sinnvoll ist. Ich meine, ich kann da was trainieren, ist mir klar, aber... Level 50 und ich bin drüber ein Stück weit. 10 D-Medaillen für eine super Schnellfeuerwelle, die ich eigentlich gar nicht haben will. Warte noch mal kurz. Nicht Gegenstände. Mist. Charaktere. Rauszoomen. Ich meine, ich brauche es, um später das Super-Kamehameha offenbar freizuschalten und den generellen Strang bis zu Ende zu bringen. Limit Breaker, Masenko. Ja, ja. Tolle Namen habt ihr hier. Aber da ich nicht sicher bin, ob ich ihn mal groß nutzen werde, außer natürlich in der Busage hin und wieder ein bisschen. Ist schon klar, er wird jetzt nicht mehr komplett raus sein, aber. Ich glaube, ich spare mir die Medaille lieber auf für, wie gesagt, Son Goku und Vegeta, die ich ja hauptsächlich irgendwann letztendlich nutzen möchte. Und weiß, ich kann nebenbei ein paar Dragon Balls. Hallo. Mann. Sammeln. Denn ich kann jetzt bestimmt. Vielleicht Freezer wieder, weil es ist das erste Mal seit Freezers Tod, dass ich Dragon Balls sammeln kann. Also es wäre anzunehmen, dass ich jetzt zurückholen kann. Für mehr Community-Boni. Ich wollte jetzt eigentlich zum Dragon Ball, da ist er, glaube ich. Oder auch nicht. Dragon Ball! Wo bist du? Das sieht gut aus. Hallo. So. Lass mich in Ruhe, sagt sie. Okay. Ach, die schon wieder. Oh, die kenne ich doch. Sieht aus wie die Köchin. Wo ist die Premium-Fleisch? Ja?
Immer her damit. Oh, ist der groß. Oh, das ist der Hammer riesig. Ja. So wurde mir gesagt. So. Wenn ich schon mal hier bin, ne? So, ich sollte mal eben XP-Boost nehmen. Keinen großen, kleiner reicht auch, aber... Das ist ja sowas, wollen wir nicht verstreichen lassen, so eine Möglichkeit. Oh, ich habe nur noch einen einzigen kleinen. Na gut, okay.